Hallo ihr Lieben, ich bin Benedikta Günther und habe für euch eine Karte gestaltet. Die ist mal etwas anderes. Wer von meinen Videos schon etwas angesehen hat, der weiß, dass ich eigentlich mit viel Kontrasten arbeite. Und diese ist eher gedeckt und ja, eigentlich so ganz anders, als ich sie sonst mache. Nichtsdestotrotz, auf den ersten Blick ist nicht so viel zu erkennen, denke ich mal. Aber auf dem zweiten Blick, den sollte man sich vielleicht nicht entgehen lassen. Ja, ich habe das Video vorbereitet. Schaut zu, macht euch eure Gedanken oder ja, am besten oder schön wäre es, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet und ein Abo. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und ja, auf los geht's los. Ich habe mir da ein paar Sachen ausgesucht, ein paar Stempel. Das habe ich schon vor einer Zeit mal bemalt. Das ist wieder so eine Restekarte und Restefarben. Und dann habe ich mir alles Gute ausgesucht. Schwarze Farbe, Stempelfarbe. Und dann den Stamp Cleaner. Das ist ganz wichtig zum hinterher wieder sauber machen. Dann brauche ich noch eine Trägerplatte. Ich werde nämlich den Hund hier. So. Den möchte ich haben. Gut. Jetzt stempel ich gleich mal. Ich schaue mal an am Rest, ob das auch passt. Jupp, der ist recht nett, ne? Also, auf geht's. Gleich mal sauber machen und dann alles Gute. Nehmen wir mal da her. Und jetzt tue ich ihn ein bisschen verrutschen. Zack. Und dann gibt es nämlich eine kleinere oder eine breitere Schrift und dann so einen ganz kleinen Schatten. Darauf achten, dass es ja wirklich ganz trocken ist. Und hier habe ich noch Rot. Ich möchte jetzt mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich das gerne haben möchte. Gut trocknen lassen und dann machen wir weiter. Thank you.
heute mal ganz eine ungewöhnliche Karte. Ich bin gespannt, ob sie euch gefällt. Es wäre schön, wenn ihr mir schreibt oder Daumen hoch gebt, ja, oder mich sogar abonniert. Das wäre natürlich klasse. Ja, viel Spaß beim Nacharbeiten. Auf los geht's los. Tschüss, bis zum nächsten Mal.